Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. In der letzten Folge haben wir versucht Moho zu erreichen, doch leider haben unsere Geschwindigkeiten nicht ausgereicht, um dementsprechend runter zu bremsen. Deswegen gehen wir auf heute einen unserer anderen... haben wir von Moho irgendwas? Haben wir da irgendwas? Oder ist es nur, weil wir da waren? Okay, ist ja wurscht. Minmus ist unser neues Ziel. Entschuldigung, da hängt mir irgendwas im Hals. Und Minmus könnte ein ganz interessantes Ziel werden. Denn es hat diese flachen Seen hier. Nicht viele, aber ein paar. Und mit denen können wir hier nicht wirklich so alle... Was ist das nochmal? Nee, das ist auch nicht, oder? Das ist... Doch, hier, da sieht man hier, das ist 0 Meter, also ist alles flaches Gebiet. Wenn wir hier bauen würden, könnten, wäre es natürlich genial. Ich glaube bloß noch nicht, dass wir wirklich mal Materialuntersuchungen gemacht haben, was es da gibt. Deswegen sagen diese Karten wahrscheinlich auch nichts. Bedeutet, wir müssen einen neuen Satelliten hochschicken, der sich darum kümmert. Und ja, der ist heute wieder zu bauen. Ich muss mir mal für Weitflugkörper mal überlegen, wie ich das am Schluss hinkriege. Und ich denke halt ein Outpost bei Minmus, wo wir wirklich schürfen können, mal zur Abwechslung, wäre so eine der Sachen, die uns auf jeden Fall weiterhelfen würde. Wenn wir einen Standard, Docking-Standard und alles kriegen würden, wäre das auf jeden Fall genial. Deswegen... Wir nehmen einen unserer Lieblingsköpfe. Du hast ein SRS hoffentlich verbaut, oder? Wie immer. Ja, perfekt. Datenkapazität wird hochgeschraubt. Alter, heute ist uncooler Tag. So. Wir tun in der Mitte wieder eine Batterie verbauen, weil, muss sein. Muss einfach sein. Und ein bisschen schmaler so und dann tun wir einen, ja, machen wir einen 50er, oder? Ne, warte mal, machen wir 80, dann ist es so. Und dann kommen die Tanks. Und da mache ich auch jetzt mehrere, weil, jetzt werdet ihr gleich sehen, was ich vorhab. So, warte mal, jetzt machen wir hier. 80er Tank. Müssen wir ein bisschen, nein, falsche Richtung. So. Wird auch verlängert. So, und dann, jetzt kommt die Änderung, wir tun jetzt die Seitlinien noch Tanks hin. Hier. Den machen wir schön dünn. Der muss nicht dick sein, der muss nur so, ja genau, sowas und Naht haben. Mal zu 5, das ist gleich eine schöne Zahl. Und obendrauf kommt dann noch ein Tank, der die Spitze jetzt dann darstellt. Smooth Cone, Top ist 0. Und Bottom ist was 2,5, glaube ich. Länge tun wir auf 1, 2 runter, sowas hier. Dich machen wir noch länger. Dich machen wir so einen Meter lang. Und dann mal. Wie viel sind denn das? 4 Seiten, oder? Ja, 4 Seiten sind es. So. Weil dann kommen da jetzt die Triebwerke dran und da kann ich wirklich was zum Andocken mal hinmachen. Es geht mir darum, dass ich sozusagen extra Triebwerkspunkte habe. Und dafür hätte ich halt gerne einen kleinen Antrieb, der sauber ausschaut. So, der hat allein 1200 MS, das ist perfekt. Wenn ich das im Weltraum anschaue, dann wird es wahrscheinlich mir eh gleich die Socken raushauen. 1400, okay, nee, wir will nicht wirklich viel mehr. Das ist immer so, ist eigentlich schon traurig, wenn man sich das anguckt, ne? Wie viel schaut es bei dir aus? Oh, noch schlechter. Ne, da, oh, da, oh, 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 das ist, nehme ich, gekauft. So, dann brauchen wir natürlich, aber jetzt kommen natürlich noch die Sachen dazu, das darf ich nicht vergessen. Ich freue mich immer so früh. Wir brauchen eigentlich nur zwei von euch. Auch nicht in der Größenkategorie. Ich bin eher so für einen
75% großen. 75% große Solarpaneele. Genau. Dann tun wir aber unten gleich auch den Dockingport hin. Ich glaube, da brauchen wir einen kleinen Standard wiederum. Ja, aber er passt direkt drauf. Das finde ich schon mal gut. So. Dann brauchen wir natürlich eine Antenne. Ich glaube, da passt aber eine Standard-Kopfantenne hier hin. Ist hier eine normale Parabolik-Antenne. Können wir die kürzer machen? Ja, okay, das war eigentlich nicht der Plan, aber schaut auch ganz okay aus. Dann haben wir die Falt. Ne, die Falten haben wir nicht. Du wärst auch eine Option. Ich will, dass es doch einigermaßen auch gut ausschaut. Versuchen wir da mal so was Passendes zu finden. Dann tun wir noch zwei nicht, dann von denen hier hin. Einfach, weil wir es können. Und dann brauchen wir natürlich die Wissenschaft. Und das ist natürlich jetzt das Geländeabtausersetzt, Kombination aus und Informationen über natürliche Ressourcen auf dem Planeten. Wie hoch wird da eingesetzt? Höhe ideal 500 Kilometer. Der ist zu hoch. Ich brauche was ein bisschen flacheres. 71.000 Meter. Aber der tut nur eine Art von Ressourcen wieder absuchen. Ich brauche eine, die mehrere Arten absucht. Irgendwas. Schwer zu sagen. Ich brauche hier, was ist das? Ein Ressourcenmapper. Hier, Advanced Ressourcenmapper. Du arbeitest ideale Höhe 250.000. Du hast 70.000. Das passt für Ding ideal. Kriegst hier gleich den Einsatzpunkt hin. Perfekt. Und kriegst einfach gleich auch nochmal ein paar normale Wissenschaftssachen damit, die wir vielleicht noch nicht gemacht, beziehungsweise die wir einfach brauchen können. Weil wieso nicht? Natürlich können wir auch so einen High-Illusion-Satelliten noch dazu tun, aber ich glaube, das ist jetzt dann wirklich übertrieben. Vor allem schaut das doof aus. Das schaut ja einsam und doof aus. Geigermeter tun wir noch mit dran. Und einen von euch. So. Wir machen den, lassen den jetzt sogar Silber. Einfach, obwohl, machen wir die hier seitlich mal rot, würde ich sagen. Open End. Rot mit blauer Kappe oder sowas. Nee, das ist gar kein. Wenn dann komplett rot, ja. Ja, das schaut doch gut aus. Was anderes brauchen wir nicht, weil das reagiert eh schnell, das Teil. Dann brauchen wir eigentlich nur noch einen Träger drunter, ne? Eigentlich nur noch einen kleinen Träger. Und ich glaube, da brauchen wir nicht mal wirklich viel, weil das ist halt wirklich mini. Mini. Alles so klein, so fein, so klein, so fein. Warte mal. Oh, wo ist denn der Dockingport wieder? Hier. Das ist der große, der passt nicht. Nope. So. Und dann gibt es natürlich eine Fairing. Eine Lefaring. Oh, der passt doch so schön rein. Der ist super. Der Satellit, der taugt mir. Der taugt mir, der Satellit. Der passt da so ganz gemütlich rein. Perfekt. So, dann gibt es natürlich. Wir schauen mal, wie viele Stages wir brauchen für das blöde Teil. Ich versuche mal so wenig wie möglich zu finden. So. Dann brauchen wir Triebwerk. Was nehmen wir denn da Schönes? So eins hier. Das hat 3000 ms. Ah, genau. Warte, bevor du hier anfängst zu übertragen. Über Kreuzleitung deaktivieren. Ja, perfekt. So. Dann gibt es wieder hier einen. Ne, der ist so groß. So. Alter, das wird wieder so. Wahrscheinlich denken wir jetzt so: oh, easy, das wird so voll locker laufen. Und dann gibt es nur noch Probleme. Ne, wo ist, hä? Da ist er. So, wie gesagt, wir versuchen jetzt relativ simpel die Rakete zu halten. Genau, und jetzt kriegt er einfach noch links und rechts so zwei simple Booster dran und dann sollte sich das eigentlich regeln. Oder eigentlich so ganz logisch gedacht. Machen euch ein bisschen kleiner, zack. Dann machen wir Struktur. Struktur, zack. Nee, verbauen. So, perfekt. Ja, das war wieder schlau von mir. Ey, ja.
So, und zack. Und dann brauchen wir natürlich noch Arme. Also ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, wo das nicht funktioniert hat, weil irgendein Problem war. Und das ist jetzt der Min-Sat. Wir nennen ihn einfach Min-Sat. Sat 42. 42 hier so. Speichern und direkt auf Startfeld. Wir lassen uns jetzt hier keine Zeit vergönnen. Schauen wir einfach, dass wir durchkommen und relativ bald hier auf dem Startpunkt stehen, ne? Weil wir müssen schauen, dass das alles gut vorankommt. Komm schon. Hier komm. 3 Jahre später. Ich hasse Ladezeiten. Wieso gibt es Ladezeiten im Spiel? Kaufe ich einen Threadripper einfach und nehme so 64 Kerne. Dann kann KSP nicht mehr jammern. Dann muss KSP funktionieren bei 64 Kernen. Ah, ich höre was. Ich würde gerne in Zukunft mal mich mehr dran probieren, ein dauerhaftes System zu finden, was wir einfach nutzen können. So. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Sie ist zwar kürzer wie sonst, aber hey, zwischendurch auch mal gerechtfertigt, denke ich. Und ist ein guter Punkt zum Cutten. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.